Neunkirchen im Saarland, der Geburtsort Erich Honeckers. Das ist damals, so erinnert er sich, ein verrußtes Nest ohne genügend Sonne und Sauerstoff. Kohle wird hier gefördert und Stahl gekocht. Davon lebt die Stadt und oft mehr schlecht als recht auch die Arbeiter und ihre Familien. Der Bergarbeiter Wilhelm Honecker, seine Frau Caroline und ihre drei Kinder leben in der Karlstraße 26 in dieser kleinen Mansardenwohnung. Und hier kommt als viertes Kind Erich Honecker zur Welt. Es ist ein Sonntag, der 25. August 1912. Die Neunkirchner Zeitung hat an diesem Tag keine Sensation zu vermelden. Sommerloch, saure Gurkenzeit. Auf der Titelseite Erbauliches. Und deutsches Heldentum aus dem letzten Krieg, der 1912 schon über 40 Jahre vorbei ist. Es ist Hochsommer, Einmachtzeit. Und die illustrierte Wochenbeilage berichtet über einen Säugling aus dem Hochadel, den Täufling der Woche. Ende 1913 ziehen die Honeckers ins benachbarte Wiebelskirchen. Das kleine Bergarbeiterhaus haben sie vom Großvater geerbt und Honeckers Schwester Gertrud lebt noch heute hier, meidet aber jede Kamera. Hier ist nicht nur die Luft besser, hier gibt es auch einen Garten, in dem die Honecker-Kinder spielen können und wo Obst und Gemüse wächst. So bleibt mir übrig vom kargen Lohn eines Saarkumpel. Damals 4,83 Mark für 10 Stunden Schicht, der Gegenwert von 4 Pfund Butter. Wilhelm Honecker und seine Kollegen organisieren sich. Wiebelskirchen wird Hochburg der Sozialdemokratie und heißt seit 1912 das Rote Dorf. Seit Jahrzehnten ist er der Hauptgegner der saarländischen Arbeiterbewegung. Karl Stumm, dessen Konzern das Saarland wirtschaftlich beherrscht, der Gewerkschaften und die SPD leidenschaftlich bekämpft. Der Stumm-Konzern, hier Reste davon, ist für Wilhelm Honecker und seine Genossen der Inbegriff der kapitalistischen Ausbeutung. Der Kampf gegen Stumm hat Familientradition. Mutter und Kinder während des Ersten Weltkriegs. Der Vater ist an der Front, die Familie hungert, wie auch die Familien der anderen Kumpel. Das Elend des Krieges wird zum prägenden Erlebnis des kleinen Erich. 1918 kehrt der Vater nach Hause zurück. Der Krieg hat ihn radikaler werden lassen. Er tritt der KPD bei, Sohn Erich erhält von ihm ersten politischen Unterricht. 1922, Erich Honecker ganz links bei den Jungspartakisten der kommunistischen Kindergruppe in Wiebelskirchen. Neben Spiel und Spaß gibt es politische Schulung. Die Kinder lernen, dass nur der Kommunismus sie und ihre Eltern vom Elend befreien kann. In den folgenden Jahren wächst Erich Honecker immer mehr in die kommunistische Bewegung. Er wird Mitglied des militanten Roten Jungsturms und tritt dem kommunistischen Jugendverband bei. Fast nebenbei lernt er ein Handwerk. Dachdecker. Und er schlägt die kleine Trommel im Spielmannszug des Rotfrontkämpferbundes. 1929 tritt Erich Honecker der KPD bei und ein Jahr später wird er zur Schulung nach Moskau geschickt. Kritiklos bewundert er die junge Sowjetunion, das Land Lenins, in dem nun Stalin herrscht und sein Terrorregime aufbaut. Der junge Honecker weiß nichts davon, will es nicht wissen. Noch in seinen Lebenserinnerungen spricht er von Stalin in unkritischer Zuneigung. 1931 kehrt Erich Honecker an die Saar zurück, gibt die Dachdeckerei auf, wird Berufsfunktionär, rückt in die Spitze des Jugendverbandes auf. Im November 1932 trifft er zum ersten und letzten Mal den unvergesslichen Ernst Thälmann, wie Honecker in seinen Erinnerungen schreibt. Als Wunschkandidat Stalins hat Thälmann in den 20er Jahren die KPD übernommen und nach sowjetischem Modell ausgebaut. Anfang März 1933, die Nazis haben die Macht inzwischen übernommen, wird Ernst Thälmann verhaftet und mit ihm tausende Genossen. Die Kommunisten haben die braune Gefahr unterschätzt. Zu spät erkennen sie, dass sie jahrelang den falschen Gegner, die Sozialdemokraten, bekämpft haben. Noch bleiben die Kommunisten an der Saar ungeschoren, denn bis 1935 steht das Saarland unter französischer Besatzung. Und so lange kann man von hier aus bedrängten Genossen im Reich helfen. Erich Honecker geht zur illegalen Arbeit ins Rheinland, reorganisiert die Jugend der KPD, sucht bürgerliche Bündnispartner im Kampf gegen die Nazis. Seine Arbeit ist erfolgreich. 1935 wird er nach Berlin geschickt. 3 Monate geht alles gut. Am Abend des 3. Dezember 1935
verlässt Honecker die große Halle des Anhalter Bahnhofs. Bei sich trägt er einen Koffer mit illegalem Material aus Prag. Honecker fühlt sich beobachtet, nimmt ein Taxi, ein Wagen folgt. Am Bahnhof Zoo springt er raus, vergisst den Koffer, der kurz darauf von der Gestapo beschlagnahmt wird. Die ist nun sicher, dem Richtigen auf der Spur zu sein. Honecker erreicht den Tiergarten und hier bemerkt er den Verlust seines Koffers. Er ruht aus, überdenkt die Situation und weiß, dass die Gestapo ihm auf der Spur ist. Erst nach Stunden traut er sich mit der U-Bahn in die Stadt zurück. Hier im Wedding, dem alten Berliner Arbeiterbezirk, hat er sich einquartiert. Getarnt als Reisevertreter Herbert Jung wohnt er zur Untermiete in der Brüsseler Straße. Unbehelligt erreicht er sein Zimmer, schläft ein letztes Mal im eigenen Bett. Am Morgen, es ist der 4. Dezember 1935, wird er beim Verlassen des Hauses erwartet. Beamte der Gestapo nehmen ihn fest. Hier im Keller der Gestapo-Zentrale Prinz-Albrecht-Straße beginnen für ihn die schlimmsten Wochen seines Lebens. Hitler-Gegner wie er werden hier verhört, geprügelt und gefoltert. Erich Honecker hält dicht und auch andere mit ihm verhaftete Genossen verraten seine führende Rolle im kommunistischen Jugendverband nicht. Die Todesstrafe wäre ihm sicher gewesen. Bis zum Sommer 1937 bleibt Erich Honecker in Untersuchungshaft. Dann steht er vor den Nazi-Richtern des Volksgerichtshofs. Ihr Urteil im Namen des deutschen Volkes: 10 Jahre Haft für Erich Honecker, 13 Jahre für den Mitangeklagten Bruno Baum. Nach der Haft war beiden das KZ sicher. Die Urteilsbegründung des Volksgerichtshofs enthält eine Passage, die Erich Honecker noch heute mit Stolz zitiert. Die Angeklagten Baum und Honecker sind überzeugte und unbelehrbare Anhänger des Kommunismus. Sie haben sich den ihnen gestellten hochverräterischen Aufgaben mit außerordentlicher Einsatzbereitschaft gewidmet. Das Zuchthaus Brandenburg-Görden, während der Weimarer Republik gebaut, gilt damals als eines der sichersten Gefängnisse der Welt. Bilder aus einem Schulungsfilm für Justizbeamte. Von den rund 3000 Häftlingen sind über 2000 politische Gefangene. Der Häftling Honecker bleibt für die ersten 6 Monate in strenger Einzelhaft. Doch bald bekommt er die Solidarität mit inhaftierter Genossen zu spüren. Honecker steigt relativ schnell in der Häftlingshierarchie auf und arbeitet unter anderem als Kalfaktor beim Anstaltsarzt, hier in der Krankenstation des Zuchthauses. Seine Aufgabe erlaubt ihm unauffällige Kontakte zu anderen mitinhaftierten Kommunisten. Einige von ihnen werden hohe Funktionäre im Apparat von SED und DDR, die ihrerseits heute politische Gegner in dieses Zuchthaus schicken. Für den Häftling Honecker ist es eine harte Zeit. Aber das Zuchthaus Brandenburg gibt ihm auch Schutz. Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte durch die Nazi-Richter bewahrt ihn davor, Soldat der Wehrmacht zu werden. Er ist vom Wehrdienst ausgeschlossen. Seine Brüder haben weniger Glück. Der ältere Bruder Willi, auch er Kommunist, fällt 1944 in Ungarn. Bruder Robert gerät in britische Gefangenschaft. 1947 stirbt er an deren Folgen zu Hause in Wiebelskirchen. Erich Honecker 1945. Die 10 Jahre Haft haben ihre Spuren hinterlassen. Doch es bleibt keine Zeit zur Ruhe. Die Partei stellt ihm eine neue Aufgabe. Im Februar 1946 wird unter seiner Führung die Freie Deutsche Jugend ins Leben gerufen. Erich Honecker unterschreibt als Erster. Viele, die mit ihm unterschreiben, sind inzwischen vergessen oder in die Vergessenheit gedrängt worden. Wie Edith Baumann, Honeckers erste Ehefrau. Die Gründungsmitglieder vertreten unterschiedlichste Weltanschauungen und Glaubensbekenntnisse. Zunächst steht sie allen offen, die Freie Deutsche Jugend, die einzige erlaubte Jugendorganisation in der sowjetischen Besatzungszone. Erich Honecker und seine Führungsmannschaft, der Zentralrat, auf dem ersten Parlament der FDJ. Man beschließt für die Jugendorganisation eine Verfassung, in der von Demokratie und den Grundrechten der Jugend die Rede ist,
aber noch nicht vom Sozialismus. Schauplatz ist die Stadthalle von Brandenburg an der Havel. Gäste Wilhelm Pieck, Friedrich Ebert, Otto Grotewohl, Spitzenfunktionäre der neuen Sozialistischen Einheitspartei. Die FDJ demonstriert für das Recht auf Bildung, Wahlrecht schon mit 18, gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Vorneweg die SED-Mitglieder Pieck und Honecker. Klaus Bölling von 1981 bis 1982 Leiter der Ständigen Vertretung in Ost-Berlin. 1946 gehört er der Freien Deutschen Jugend an und ist Teilnehmer des FDJ-Parlaments. Sie haben ja Erich Honecker in jenen Tagen in Brandenburg selber erlebt. Welchen Eindruck hatten Sie, hatten die Delegierten von ihm? Verfügt er über Charisma? Ich glaube nicht, dass ihn damals jemand als seine charismatische Führungspersönlichkeit erlebt hat. Das ist er ja auch heute nicht. Aber ich meine mich zu erinnern und fühle mich da ziemlich sicher, dass viele, und zwar auch die Leute, die damals die evangelische und katholische Jugend vertraten, Erich Honecker als einen geradlinigen Mann, als einen Mann von Redlichkeit erlebt haben, dem man abnahm, dass er eine überparteiliche und demokratische große Jugendorganisation aufbauen wolle, und zwar mit den anderen, die keine Kommunisten waren, gemeinsam, um daraus die Konsequenzen aus der Geschichte der zersplitterten deutschen Jugendbewegung der Weimarer Zeit zu ziehen. Aber sein Parteiauftrag war zu diesem Zeitpunkt bereits klar. Aber ganz sicher, da gab es wohl zwei Seelen in der Brust des Saarländers. Er wollte ein ehrlicher Partner sein, aber er wollte und sollte zugleich den Führungsanspruch der Ulbricht-Partei, seiner kommunistischen Partei, in dieser antifaschistischen Jugend durchsetzen. Er war auf seine Weise schon idealistisch zu erleben, damals bei diesem FDJ-Parlament in Brandenburg an der Havel. Aber dann hat er sich nicht zimperlich gezeigt und war nicht zögerlich, den Parteiauftrag zu erfüllen, der Führungsanspruch seiner revolutionären Deutschen Arbeiterpartei, der sollte erfüllt werden, und das hat er ja auch auf seine Weise geleistet. Sommer 1947. Eine FDJ-Delegation besucht die Sowjetunion. Das Motto: Friedensflug nach Osten. Antifaschisten werben für Versöhnung. Stalingrad. Hier sind nur 5 Jahre vorher Hunderttausende sowjetische und deutsche Soldaten verblutet, hat die Rote Armee unter unbeschreiblichen Opfern Hitlers Aggression aufgehalten. Inzwischen steht die Rote Armee in Berlin, wo die Sowjetunion ihre Besatzungszone Deutschlands nach eigenem Vorbild gestaltet. Erich Honecker nach der Rückkehr vom Friedensflug. Wenn wir irgendeinen bleibenden Eindruck in der Sowjetunion gewonnen haben, so ist es der, dass der sowjetische Mensch und die sowjetische Jugend den Frieden liebt. Den Frieden liebt, für den Frieden kämpft und arbeitet. Möge daher die deutsche Jugend mit der gleichen Entschlossenheit für dieses hohe Ziel der Menschheit tätig sein. Berlin Staatsoper 1948. Die FDJ feiert den Komsomol. Die sowjetische Staatsjugendorganisation, deren Vorbild Honeckers Verband immer offensichtlicher nacheifert. 30 Jahre Komsomol. Das ist der ruhmvolle Weg einer Jugend, die es verstand, für die Sache des Friedens, des Fortschrittes und des Sozialismus zu kämpfen. Im Oktober 1949 wird die DDR gegründet und Erich Honecker befiehlt den Aufmarsch. Aus der ganzen Republik werden knapp 200.000 FDJler zum Jubeln in die Hauptstadt gefahren. Die künftige Staatsjugend kommt bereits zur Staatsgründung. Am Abend wird gejubelt für den ersten Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck. Und dann der Höhepunkt, ein Schwur, zu dem Erich Honecker kein demokratisches Mandat eingeholt hat. Die deutsche Jugend gelogen der deutschen demokratischen Republik treu, weil sie der Jugend Frieden und ein besseres Leben bringen will und bringen wird. Wir geloben der deutschen demokratischen Republik treu, weil sie das
treulige Zuzug. Ich nehme die Deutsche Demokratische Republik, ihren Präsidenten in den Krieg und ihre Regierung in einer friedlichen Welt. Mai 1952, Jubel für Erich Honecker auf dem 4. Parlament der FDJ in Leipzig. Inzwischen knapp 40 hat er aus der einst überparteilichen Jugendorganisation die Kaderschmiede der SED geformt. Neben Honecker, Margot Feist, die Vorsitzende der Kinderorganisation Junge Pioniere. Ein Jahr später wird sie seine zweite Frau. Kasernierte Volkspolizei, dieser Tag ist ein Markstein in der Entwicklung der FDJ. Die Jugendorganisation übernimmt die Patenschaft über die bewaffneten Kräfte der DDR. Ein symbolischer Akt. Erich Honecker erhält ein Gewehr, überreicht von Heinz Hoffmann, dem späteren Armeegeneral und Verteidigungsminister. Damals dabei Dieter Borkowski. In einer Berliner Buchhandlung liest er aus seiner gerade erschienenen Biografie Erich Honeckers. 1947 hat er ihn kennengelernt. Anfangs ein überzeugter Mitstreiter, wandte sich Borkowski in den 50er Jahren von ihm und der SED ab. Nach mehrfacher Haft kam er 1972 in die Bundesrepublik. Erich Honecker sprach mehr und mehr mit zwei Zungen. In der Bundesrepublik, wo die Freie Deutsche Jugend inzwischen verboten war, warb er immer noch um Verbündete im Kampf gegen die adenauerische Remilitarisierung. Während er zur gleichen Zeit im Mai 1952 auf dem 4. Parlament des DDR-Jugendverbandes die totale Militarisierung der Freien Deutschen Jugend verkündete. Der FDJ-Führer verlor jetzt jeglichen Sinn für Nuancen, die er 5 Jahre zuvor beim Aufbau der FDJ beachtet hatte. Nun pries er die Arbeit des Ministeriums für Staatssicherheit, das unter der Bevölkerung nur Furcht und Schrecken verbreitete, und er forderte die Jugend geradezu auf, durch Spitzeltätigkeit und Denunziantentum dessen Terrorapparat zu unterstützen. 1952 war Erich Honecker ja für Sie eigentlich schon ein alter Bekannter. Hat er sich in all den Jahren Ihrer Bekanntschaft eigentlich in irgendeiner Form verändert? Als ich ihn 1947 in einem Jugendlager kennenlernte, war sehr dominierend noch der Begriff des Antifaschismus in seiner ganzen politischen Haltung. Die Bekämpfung der nationalsozialistischen Unrechtsstaates, das alles spielte eine große Rolle. Er war geprägt durch die 10 Jahre Zuchthausaufenthalt, wirkte bescheiden, freundlich. Und obwohl es ihm sicher schwer fiel, manchmal mit den ganz jungen Leuten Schritt zu halten, bemühte er sich darum. Das wurde ab 1950 ganz anders. Er wurde Kandidat des Politbüros der SED, er wurde der enge vertraute Mitarbeiter Walter Ulbrichts und er wurde herrschsüchtig, er kehrte einen schroffen, kaltschnäuzigen Stil heraus. Er war mit einem Mal zum Inbegriff des Teilnehmers der herrschenden Klasse geworden. Worin sehen Sie eigentlich die Gründe für diese Veränderung in seinem Charakter? War es Machthunger? Machthunger scheint mir ein zu hartes Wort zu sein, aber die Erkenntnis, dass der Aufstieg an die Spitze im Bereich des Möglichen lag, dass es lediglich darauf ankam, mit vortrefflichen Leistungen aufzuwarten und diesen Jugendverband immer wieder als Bereitschaftskadertruppe der Partei zu führen und der Parteiführung Meldungen zu erstatten, welche Erfolge in egal welcher Aktion auch immer, ob es sich um Fahnenhissen oder um politische Appelle, um Werbung für die Partei handelte, das spielte keine Rolle. Aber Erfolge zu haben, das bedeutete ihm viel, denn indem er seine Erfolge aufweisen konnte, durfte er sich des Vertrauens Walter Ulbrichts und auch des damaligen Staatspräsidenten Pieck sicher sein. Und von da an wurde sein Charakter zielbewusster und ich nehme an, dass in den 50er Jahren auch der Plan in ihm reifte, den Weg an die Spitze zu suchen. Wir sind von 1945, von der Wegräumung der Trümmer, von der Organisierung der Wasserversorgung, von der Organisierung des Verkehrswesens, vorwärts geschritten zum Aufbau der Betriebe. Und heute können wir beschließen, den Aufbau des Sozialismus, es hat sich erwiesen, dass die Generallinie unserer Partei richtig ist, dass sie den Interessen der Arbeiterklasse und der gesamten deutschen Nation entspricht. Immer weniger Menschen glauben daran. Der DDR-Alltag 1953 ist trist. 8 Jahre nach Kriegsende gibt es noch immer Lebensmittelmarken. Käse donnerstags, Margarine ausverkauft, Butter nicht eingetroffen. Der Unmut wächst und mit ihm die Flüchtlingszahlen. Trotz Arbeitslosigkeit und Wohnungsmangel im Westen zeigt die Abstimmung mit den Füßen, der Stalinist Ulbricht und sein System haben versagt. Im März 1953 stirbt der Diktator Stalin. Thank you.
durch die Allee, die Stalins Namen trägt, zog der Trauermarsch der Werktätigen Berlin. Hunderttausende kamen, legten Blumen nieder und in ihrem Blick stand neben der Trauer das Gelöbnis, dass sie sich noch fester mit der Lehre wappnen werden, die ihnen Stalin als Vermächtnis hinterlassen hat. Malenkow, der neue Mann im Kreml, hat zwar nicht annähernd Stalins Machtfülle, doch er weiß, dass der Stalinist Ulbricht abgewirtschaftet hat. Er will ihn ablösen. Das DDR-System schwankt. Die SED regiert ein Pulverfass. Am 17. Juni 1953 kommt es zur Explosion, dem Arbeiteraufstand in Ost-Berlin und der DDR. Die Sowjetunion hat keine andere Wahl. Will sie nicht ihr Gesicht verlieren, muss sie Ulbricht und seine Genossen stützen. 100.000 Demonstranten stehen unter dem Feuer der Maschinengewehre. ...16 Tote und über 100 Verletzte. Das Kolumbushaus am Potsdamer Platz steht in Flammen. Es herrscht Ausnahmezustand in Ost-Berlin. Sie haben ja nun den 17. Juni in unmittelbarer Nähe von Erich Honecker erlebt. Was bedeutet dieser Tag für seine Biografie? Man kann heute ganz zweifellos sagen, dass der 17. Juni ein Wendepunkt in seinem Leben war. Ein ganz wichtiger Markierungspunkt. Er war im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend, wo ich auch zum Schutz des Hauses eingeteilt war, sehr nervös, sehr aufgeregt. Er kam direkt aus der Politbüro-Sitzung und fuhr auch wieder in diese zurück. Heute wissen wir aus gesicherten Quellen, dass es im Politbüro der SED zu großen Auseinandersetzungen über die Person des Parteichefs Walter Ulbricht kam. Und dass Honecker zum ersten Mal in seinem Leben schwankte, entscheidet er sich für Walter Ulbricht oder für die Fraktion gegen ihn, die Fraktion Zeisser-Herrnstadt. Im Zentralrat selbst sorgte er für Ordnung, ließ Waffen verteilen, forderte uns auf, das Haus zu verteidigen, wenn die Provokateure und Faschisten das Haus stürmen sollten, was übrigens nicht geschehen ist. Niemand hat dieses Haus versucht zu betreten. Und er selbst hat also dann wieder das Politbüro besucht und dort an den Sitzungen teilgenommen. Hat es ihn irgendwie erschüttert, dass die Arbeiter Ostberlins auf die Straße gegangen sind? Ich glaube, er hat die Dinge in ihren Anfängen überhaupt nicht begriffen. Niemand von den höheren SED-Führern, weder Ulbricht noch Honecker, noch der Regierungschef Grotewohl, haben begriffen, dass es Arbeitermassen waren, die mit der Partei und der Regierung unzufrieden waren. Sie haben sich eingeredet, es sind westliche Provokateure. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es kann nicht die Arbeiterklasse gegen sie, die allerdings selbsternannten Arbeiterführer, protestieren. Zu dieser Auffassung war auch Honecker gelangt. Er glaubte an Provokationen, die das Werk des westlichen Geheimdienstes aus West-Berlin seien. Warum stand er denn nun nach seinem Zögern weiter fest zu Walter Ulbricht, der ja wenige Tage vorher eigentlich bereits von den Sowjets abgesägt worden war? Die Absetzung Ulbrichts war dem Politbüro bekannt geworden und als der Botschafter Semjonow diese Meldung aus Moskau überbrachte, hielt Honecker im Anfang ganz eisern zu seinem Schutzgeber, zu seinem Paten Walter Ulbricht. Als aber während des Aufstandes 16. und 17. Juni offenbar wurde, dass selbst im Politbüro der SED eine Fronde, eine starke Fronde, eine zahlenmäßig wahrscheinlich überwiegend die Mehrzahl repräsentierender Genossen gegen Ulbricht standen, schwankte auch Erich Honecker, ob er seinen Schutzpatron verlassen wollte. Er hat sich darüber später zu Heinz Lippmann und zu anderen Mitgliedern des Sekretariats des Zentralrats geäußert, hat das offen zugegeben. Aber letztlich entschied er sich dafür, bei Ulbricht zu bleiben, weil er begriff, mit Ulbrichts Sturz wäre auch der Sozialismus in der DDR damals zu Ende gewesen. Und als die Sowjets sich entschlossen haben, Walter Ulbricht zu halten, im Gegensatz zu ihrer vorherigen Konzeption, war Honecker froh, denn nun wusste er, seine Karriere an der Seite Ulbrichts ist absolut gesichert. Im Sommer 55 wurde Erich Honecker dann ja als FDJ-Vorsitzender abgelöst. Warum? Erich Honecker hatte das Alter erreicht, aus der Rolle des Berufsjugendlichen herauszukommen. Er war 42 Jahre alt. Er hatte nun auch das Verdienen, neue Aufgaben zu übernehmen. Und Walter Ulbricht schaute sich wahrscheinlich nach zuverlässigen, engeren Mitarbeitern der Zukunft um und schickte ihn für ein Jahr auf die Parteihochschule nach Moskau. Honeckers Wissen war ohnehin zu kurz gekommen in der praktischen Arbeit. Er hatte die Jugend 10 Jahre lang im Sinne der Partei geleitet. Und nun fuhr er nach Moskau für ein Jahr und erlebte dort bedeutende und für sein Leben wiederum einschneidende Dinge. War das eine Auszeichnung, nach Moskau geschickt zu werden? Ja, es zeigte zumindest, dass der Parteichef, der Generalsekretär Ulbricht, ein großes Vertrauen besaß, denn diese Ehre, die Moskauer Parteihochschule zu besuchen, genossen damals nur sehr wenige Spitzenkräfte der Partei. Dann war er ja genau zu der Zeit in Moskau, als der 20. Parteitag tagte und Chruschtschow seine Geheimrede hielt und die Entstalinisierung einleitete. Ja, das müssen für ihn schwere und sehr, sehr bedenkenswerte Stunden gewesen sein, als er im Februar 1956, ein halbes Jahr, nachdem er die Schule besucht hatte, Zeuge dieses Parteitages wurde und die erschütternde Mitteilung erhielt, dass Stalin, sein geliebter Stalin, sein Führer, sein Freund, sein Vorbild, der Baumeister der neuen Welt, ein Mörder gewesen war.
Als Erich Honecker 1956 den Lehrgang an der Moskauer Parteihochschule beendete und nach Berlin zurückkam, war eine außerordentlich dramatische Situation. Das Tauwetter, wie er Ehrenburg es nannte, die Entstalinisierung hatte in Ost- und Mittelosteuropa begonnen und wer sich dagegen krampf verfährte, war sein Chef Walter Ulbricht. Honecker war in dieser Frage bedingungslos einer Meinung mit Ulbricht. Die Dinge gestalteten sich nur noch dramatischer, als ein Jahr später, 1957, eine parteifeindliche Gruppe in der Führung der Partei gegen Walter Ulbricht antrat, die Wiedervereinigung auf ihr Programm setzte, eine gewisse Demokratisierung anstrebte und nun Ulbricht bedroht war. Da trat Honecker, das war seine letzte klare Entscheidung, absolut bedingungslos auf die Seite seines Protektors Ulbricht. Die parteifeindliche Gruppe wurde gestürzt. Der Erbe aller Ämter der Gruppe Schürdewan-Wolber hieß Erich Honecker. Honecker übernahm innerhalb der Parteiführung die Abteilung Sicherheit. Seine Aufgabe bestand darin, die Volksarmee auf- und auszubauen, die Polizei streng zu kontrollieren und anzuleiten, vor allem aber die Staatssicherheit, das gefährlichste Instrument und das wichtigste Instrument der Staatsmacht, auszubauen und zu kontrollieren. Damit war er hinter Walter Ulbricht der mächtigste Mann der DDR. Er war zweifellos seit diesem Zeitpunkt, also 1958, designierter Kronprinz und das wusste auch jeder Insider. In dieser Funktion kam eine der entscheidenden und wichtigsten Aufgaben seines Lebens auf ihn zu. 1961, als die Fluchtziffern Millionen Menschen wiederum erreichten und der sowjetische Parteichef Chruschtschow sich von Ulbricht überzeugen ließ, dass die DDR völlig am Ausbluten sei, wurde der Mauerbau beschlossen. Zum Stabschef ernannte die sowjetische Führung, denn die sowjetischen Marschälle waren federführend, Marschall Konjew leitete praktisch die Aktion militärisch, Erich Honecker im Namen des SED-Politbüros die Aktion. Ulbricht nannte ihn stolz meinen Stabschef Erich. Er saß am Alexanderplatz und baute dort mit den verschiedensten Instrumentarien der Macht die Mauer in Berlin am 13. August 1961. Zum 20. Jahrestag des Mauerbaus stellt das DDR-Fernsehen Honeckers Rolle stolz heraus. Erich Honecker, seit 1960 Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, sind Vorbereitung und Durchführung der Aktion übertragen worden. Die notwendigen Maßnahmen und Entwürfe der Einsatzbefehle für die Nationale Volksarmee, die Organe des Ministeriums für Staatssicherheit und des Ministeriums des Innern, für die Bereitschaftspolizei, die Volkspolizei und die Kampfgruppen der Arbeiterklasse, sowie die Anweisungen für die zentralen staatlichen Institutionen, für das Verkehrswesen, das Bauwesen und andere wirtschaftsleitende Organe sind ausgearbeitet worden. Erich Honecker erinnert sich in dem Buch Aus meinem Leben. Um 16 Uhr unterzeichnete der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, Walter Ulbricht, die von uns vorbereiteten Befehle für die Sicherungsmaßnahmen an der Staatsgrenze der DDR zu Berlin-West und zur BRD. Am späten Abend, eine Stunde vor Beginn der Operation, trat der von mir geleitete Stab im Berliner Polizeipräsidium zusammen. Um 0 Uhr wurde Alarm gegeben und die Aktion ausgelöst. Damit begann eine Operation, die an dem nun anbrechenden Tag, einem Sonntag, die Welt aufhorchen ließ. Das nächste Mal horcht sie auf, als im August 1968 Panzer durch Prag rollen. Die sozialistischen Bruderländer bereiten dem Prager Frühling gewaltsam ein Ende. Der Sozialismus mit menschlichem Antlitz, für den die Tschechen auch noch vor den Besatzern demonstrieren, unterliegt dem real existierenden Sozialismus der dogmatischen Bruderparteien. Dazu gehört auch die SED-Spitze und damit Erich Honecker. Vor dem Zentralkomitee der SED begründet er zwei Monate später, warum die DDR sich am Marsch auf Prag beteiligte. Wenn schon die revisionistische und konterrevolutionäre Entwicklung in der CSSR so weit fortgeschritten war, dass politische Mittel nicht mehr ausreichten, das Land vor dem Zugriff der Imperialisten zu schützen, dann musste sich die internationale sozialistische Solidarität durch militärische Hilfe bewähren. Also ist die Volksarmee dabei. Erstmals seit 1945 deutsche Truppen in einem Nachbarland. Beschämend auch für viele DDR-Bürger. 3. Mai 1971. Erich Honecker erreicht den Höhepunkt seiner Macht. Die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens verkündet in dem ihr eigenen Stil. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute trat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Berlin zu seiner 16. Tagung zusammen. Das Kommuniqué über diese Tagung hat folgenden Wortlaut. Kommuniqué der 16. Tagung des Zentralkomitees der SED. Das Zentralkomitee trat am 3. Mai zu seiner 16. Tagung zusammen. Zu Punkt 1 der Tagesordnung gab Genosse Walter Ulbricht eine Erklärung ab.
Er bat das Zentralkomitee, ihn aus Altersgründen von der Funktion des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED zu entbinden, um diese Funktion in jüngere Hände zu geben. Das Zentralkomitee stimmte einstimmig der Erklärung des Genossen Walter Ulbricht zu und beschloss auf Vorschlag des Politbüros, seinem Ersuchen stattzugeben. Das Zentralkomitee wählte einstimmig Genossen Erich Honecker zum ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED. Professor Wolfgang Seifert kennt Erich Honecker seit 1950. Auch er war damals FDJ-Funktionär, allerdings im Westen. Der Jurist machte später in der DDR Karriere, wurde Institutsdirektor an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften, ehe er 1978 in die Bundesrepublik zurückkehrte. Welche Hintergründe gab es für den Sturz Walter Ulbrichts durch Erich Honecker? Die Hintergründe bestanden darin, dass die Sowjetunion auf Entspannungspolitik aus war und die Helsinki-Konferenz zustande bringen wollte, das aber nicht konnte, ohne dass die SED-Führung Kompromisse einging, insbesondere was den Transitverkehr zwischen dem Bundesgebiet und West-Berlin anbelangte. Und hier hatte Ulbricht nicht nur Bedenken, sondern leistete Widerstand. Honecker zeigte sich bereit, diese Position der Sowjetunion zu unterstützen. Und das war der hauptsächliche politische Hintergrund, warum er der neue Generalsekretär wurde. Und dann 5 Jahre später ja auch Staatsratsvorsitzender. Ja, man hatte ja eine Zeit lang noch Ulbricht und Stoff auf diesem Posten gelassen. Die wichtigste Funktion in einem System wie der DDR ist der Generalsekretär der Partei. Die hatte Honecker erobert, aber 5 Jahre später hat er dann auch den Vorsitz im Staatsrat übernommen. Worin unterschied sich denn die Politik Honeckers von der seines Vorgängers? Außenpolitisch versuchte er wieder den Gleichklang mit der Sowjetunion herzustellen. Innenpolitisch begründete er die sogenannte Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, die nicht mehr in den Vordergrund wie unter Ulbricht die wirtschaftlichen Leistungen stellte, sondern die sozialen Verbesserungen, die von solchen wirtschaftlichen Erfolgen abgeleitet wurden. Und das hing sicherlich und hängt auch bis heute mit der Persönlichkeitswerdung und der Persönlichkeitsstruktur von Honecker zusammen, der anders als Ulbricht immer danach gesucht hat, wie man die Lage der Menschen in seinem Land verbessern könnte. Ich glaube, dass sein Werdegang vom Dachdecker und Jungkommunisten zum Parteifunktionär doch stark auf seine politische Handlungsweise abgefärbt hat. Möchte Erich Honecker populär sein? Das möchte er ganz sicher. Und ich würde sagen, seine Politik der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik hat ihm insbesondere deshalb, weil sie in den ersten 5, 6 Jahren, etwa bis 76, auch erfolgreich war, auch eine gewisse Popularität in der DDR-Bevölkerung eingetragen. Aber es bleiben gleichzeitig erhebliche Defizite. Ich sehe sie insbesondere darin, dass die notwendigen Investitionen in der Wirtschaft der DDR, die rechtzeitig den Übergang zur modernen Technik gesichert hätte, und auch die sicher erforderlichen Reformen in der Wirtschaft nicht durchgeführt worden sind, sodass die DDR zu Beginn der 80er Jahre erhebliche Schwierigkeiten hat, mit den neuen wirtschaftlichen Anforderungen zurechtzukommen. Und das wirkt sich auch inzwischen bereits negativ auf die Möglichkeiten des Konsums, der Weiterentwicklung, des Lebensstandards der Bevölkerung in der DDR aus. Walter Ulbricht ist 1971 über den Wunsch der Sowjetunion nach Entspannung gestürzt worden. Glauben Sie, dass Erich Honecker mit Glasnost etwas Ähnliches bevorstehen könnte? Wenn die Sowjetunion einen solchen neuen Kurs durchsetzt, wie ihn Gorbatschow begonnen hat, können zwei Länder, die so eng wirtschaftlich und auch politisch miteinander verflochten sind, wie die DDR und die Sowjetunion, nicht lange in zwei verschiedenen Richtungen marschieren. Ich rechne allerdings nicht mit einem Sturz, sondern ich glaube, dass es hier eine personalpolitische Verjüngung und Veränderung geben wird, die dann wieder zu einer Angleichung des politischen und wirtschaftspolitischen Kurses an die Sowjetunion führt.
In den letzten 10 Jahren reist Erich Honecker immer öfter in Länder außerhalb des Ostblocks. Wie andere DDR-Bürger auch, wird er mit 65 besonders reiselustig. Nach jahrzehntelangem Bemühen erfährt die DDR und ihr Staatsratsvorsitzender internationale Anerkennung. Griechenland, erstmals Besuch bei einem NATO-Mitglied. Unter bundesdeutschen Urlaubern auf Kreta. Beim polnischen Papst in Rom. Vor dem Bonn-Besuch zuletzt in Den Haag. Rückblick Dezember 81 am Werbelinsee. Erstmals besucht ein deutscher Bundeskanzler die DDR und ihren Staatsratsvorsitzenden. Insgesamt 15 Stunden spricht man miteinander, wenn auch ohne konkrete Ergebnisse. Die sind den beiden Politikern auch erst in zweiter Linie wichtig. Was zählt, ist das Treffen an sich. Während der Dialog zwischen den Supermächten gefriert, reden die Deutschen miteinander, suchen praktische Lösungen für deutsch-deutsche Probleme, bei allen Differenzen. Wieso, wir sind doch kein Liebespaar. Güstrow in Mecklenburg, letzte Station des Kanzlerbesuchs, für einen Tag ein potjemkinsches Dorf. Tausende von Polizisten sorgen dafür, dass niemand ohne Genehmigung in die Nähe des Kanzlers und des Staatsratsvorsitzenden kommt. Die meisten Bürger dürfen an diesem Tag nicht aus ihren Häusern, sehen den Kanzler in ihrer Stadt nur im Westfernsehen. Wenn das Wetter schöner wäre, macht das noch mehr Spaß. In jedem Hauseingang ein Aufpasser der Staatssicherheit. Güstrow ist an diesem 13. Dezember 1981 eine belagerte Stadt. Zutritt zum Marktplatz nur für handverlesenes Publikum. Herbeigeschafft aus der ganzen DDR. Und auch der Jubel ist organisiert. Die perfekte Inszenierung der Staatssicherheit ist ein Affront gegen den Bundeskanzler. Und der letzte Besuchstag wird von der Nachricht getrübt, dass über Polen das Kriegsrecht verhängt ist. Für Erich Honecker ist dieser erste Besuch eines Bundeskanzlers der Höhepunkt seines Bemühens um Anerkennung der DDR. Er verabschiedet einen Helmut Schmidt, der manche Verärgerung überspielt, im Interesse der deutsch-deutschen Verständigung. Die Opposition in Bonn und München kritisiert, dass der Kanzler nicht vorzeitig abreiste. Das ist 6 Jahre her und in Bonn regiert inzwischen eine andere Koalition. Auch sie sucht Verständigung mit der DDR und entsprechend fallen manche Urteile über Erich Honecker aus. In den 10 oder 12 Jahren, in denen ich Erich Honecker verschiedentlich erlebt habe, hat er sich zweifellos von einem Funktionär zu einem Staatsmann entwickelt. Und was mir besonders auffällt, ist bei den Begegnungen immer wieder der hohe Grad der Informiertheit, insbesondere auch in Wirtschaftsfragen. Ich kenne viele wesentlich jüngere Politiker oder Wirtschaftler, die größere Schwierigkeiten haben, Wirtschaftsfakten und Wirtschaftszahlen zu erinnern. Ich habe Erich Honecker in mehrfachen Gesprächen als einen Mann kennengelernt, mit dem man über die Sache sehr nüchtern sprechen kann, der von einem hohen Kenntnisstand ausgeht, der selbstverständlich aus einer sozialistisch-kommunistischen Grundeinstellung heraus eine andere Position vertritt als ich selbst. In den letzten Jahren ist es möglich geworden, im Interesse der Menschen realistische Entscheidungen zu treffen. Und dies ist ein großer Vorteil gegenüber der Zeit vor 10, 15 oder 20 Jahren. Ich bin Herrn Honecker zum ersten Mal 1980 bei der Beisetzung von Tito in Belgrad begegnet. Damals saßen wir nebeneinander 5 Stunden lang bei glühender Hitze. Wir haben uns lange unterhalten und ich bewahre an dieses Gespräch eine gute Erinnerung. Das Gespräch hat mir gezeigt, dass Honecker bemüht ist, das, was ich jetzt mit meinen Worten das gemeinsame deutsche kulturelle Erbe nenne, zu erhalten. Und er verwies in diesem Zusammenhang auf Weimar, Dresden, Potsdam und andere Orte in der DDR, wo viel getan wird, um die deutschen kulturellen Stätten
zu erhalten und zu renovieren. Ja, ich habe mir eigentlich Erich Honecker als einen sehr trockenen, als einen sehr befangenen Menschen vorgestellt. Und bei dem Gespräch in Ost-Berlin habe ich dann erlebt, dass er eigentlich ganz anders sein kann. Sehr herzlich, sehr entgegenkommend und ständig aber von seinen Begleitern, von seinen Politbüro-Begleitern ermahnt worden ist, dass er eigentlich nicht nur Bürger der DDR ist, aber auch Staatsratsvorsitzender. Er wurde also ständig daran erinnert und hatte dann also die Spontanität, die Herzlichkeit eigentlich verlieren müssen. Und das fand ich sehr schade. Er konnte nicht auf unsere Fragen, so wie wir das gewünscht hätten, eingehen, obwohl er es eigentlich wollte. Ich habe Erich Honecker bei bisher insgesamt 5 Begegnungen als einen kompetenten und eindrucksvollen Gesprächspartner kennengelernt. Sein Lebensweg hat ihn geprägt, vor allem die 10 Jahre im Zuchthaus in Brandenburg. Bei allem, was noch zu tun ist und was noch zu verbessern ist, die Verbesserung der Lebensverhältnisse für die Menschen in beiden deutschen Staaten wäre ohne ihn nicht möglich gewesen. Meine Erfahrungen sind ganz nüchtern und ohne Illusion ausgedrückt. Erstens, er ist ein gläubiger Anhänger und Förderer der marxistisch-leninistischen Ideologie, ein treuer Vasall Moskaus. Allerdings ein Mann, mit dem man, wenn man das ausklammert, was nicht zu lösen ist, über konkrete Fragen auch konkret sprechen und konkrete Ergebnisse erzielen kann. Erich Honecker ist ein überzeugter Kommunist. Das muss man immer wissen, wenn man versucht, sich ein Urteil darüber zu bilden, nach welchen Grundsätzen er politische Entscheidungen trifft. Ich glaube, dass man in den letzten Jahren sagen kann, dass er sich darum bemüht, dass von deutschem Boden kein Krieg ausgeht. Diesen Satz wiederholt er ja immer wieder. Und dass die Entspannungspolitik fortgeführt wird. Auf der anderen Seite möchte er natürlich, dass sein System, das System der DDR, stabilisiert wird. Ich kenne einen Erich Honecker seit vielen Jahren. Und in der Zwischenzeit haben sich gute menschliche Beziehungen entwickelt. Ich schätze Herrn Honecker als einen klugen, realistischen, pragmatischen Politiker, der zu seinem Wort steht. Bei meinen Gesprächen habe ich immer den Eindruck gehabt, dass er bereit ist, im Interesse der beiden Staaten etwas Positives zu tun. Aus persönlichem Erleben denke ich durchaus unbefangen. Ein liebenswerter Mensch in Teilen, eine bedeutende Persönlichkeit der Zeitgeschichte, ein Ergebnis der Arbeitslandschaft Saar, ein überzeugender Antifaschist, ein Kommunist, ein Mann im anderen Lager.